Jede Teams-Migration bietet eine Riesenchance, dass wir unser Dateichaos von früher auf Explorer eliminieren und lösen können. Dieses Video gibt eine konkrete Anleitung, wie wir das bewerkstelligen können. Teams kann nicht nur Online-Meetings. Teams ist eine Kommunikations- und Kollaborationsplattform und fasst in diesem Zusammenhang eben auch die Daten, die früher auf dem Explorer waren. Teams entwickelt sich zudem sehr, sehr schnell. Für die, die mit diesen Neuerungen immer Schritt halten wollen, haben wir hier eine monatliche Serie mit den wichtigsten News. Wenn ihr die sehen wollt, dann würde ich euch empfehlen, diesen Kanal zu abonnieren. Woher kommen die meisten Unternehmen? Wir bei iTrust sehen das sehr, sehr oft. Wir kommen von dieser alten Explorer-Struktur. Explorer ist dieses gelbe Zeichen, wir müssen das kurz einblenden, dass wir das alle wieder erkennen. Und praktisch alle Unternehmen, die haben eine sehr breite und eine sehr tiefe Struktur. Das heißt, sie haben auf der ersten Ebene sehr viele Unterordner und sie haben dann dazu noch in den einzelnen Unterordnern noch diverse Subunterordner, so dass man da sich wirklich fast nicht mehr zurechtfindet. In meiner Laufbahn habe ich wirklich gelernt, dass es einfach keinen gemeinsamen Nenner für Strukturen gibt. Die einen Personen, die denken sehr strukturiert, also die haben sehr gerne sehr viele Unterordner und für sie ist die Abgrenzung sonnenklar. Wobei für die andere Person, die vielleicht eher chaotisch denkt, das total unklar ist und die viel, viel lieber viel weniger Unterordner hat oder vielleicht auch eher eine chaotische Ablage pflegt. Nichtsdestotrotz, neue Leute, die in Unternehmen kommen, die nicht damit aufgewachsen sind, die sich nicht damit auseinandergesetzt haben, die haben sehr oft Schwierigkeiten, die Daten zu finden. Und das ist echt ein Unproduktivitätsfaktor, den wir nicht wollen. Und darum sollten wir die Chance packen, in die neue Welt zu gehen, im Rahmen mit einer Teams-Migration auf der grünen Wiese zu beginnen und diese Chance zu packen. Jetzt, alle Daten, die in Teams liegen, die liegen technisch gesehen auf SharePoint. Ich lasse das aber jetzt für dieses Video stehen, dass wir immer sagen, die liegen auf Teams, der Einfachheit halber. Weil für den Benutzer liegen sie eben auch auf Teams. Gut, jetzt Teams hat eine ganz wichtige Änderung gegenüber dem alten Explorer bzw. eine Verbesserung. Wir können die Dateien durchsuchen und zwar sowohl aufgrund des Dateinamens als auch aufgrund ihres Inhaltes. Das heißt, wenn ein PowerPoint oder ein Word oder ein Excel irgendwo im Inhalt eine Zeichenfolge hat, die in meiner Suche wiederkommt, dann werde ich dieses Dokument finden und die Suche hat auch eine gewisse Intelligenz. Das ist etwa so, wie wenn wir auf Google im Internet surfen und irgendwas suchen, dann geben wir auch die Stichworte ein und tippen nicht ganz genau eine Internetseite in den meisten Fällen ein. Also so, das ist eine Riesenchance, so arbeitet man in der Zukunft. Nun gibt es verschiedene Strategien für die Dateiablage in Teams. Vorab gilt es natürlich festzuhalten, dass wir in Teams eine gute Teamstruktur brauchen. Das heißt, wann machen wir ein neues Team, wann machen wir einen neuen Channel. Das ist aber jetzt nicht Gegenstand dieses Videos. Wir gehen jetzt in den Channel und überlegen uns, wie wir die Ordnerstruktur machen sollen innerhalb dieses Channels. Es gibt zwei Fraktionen. Die einen besagen, lasst uns diese Unterordner eliminieren. Wir schmeißen alles chaotisch in diesen Topf rein und finden dann über die Suche sowieso alles wieder. Das wäre also die Chaos-Strategie. Und da gibt es die Strukturierten, das ist die andere Fraktion, die besagen, dass wir genau gleich eine gute Struktur brauchen von Unterordnern, damit man später diese Schubladen wieder öffnen kann und die richtigen Informationen finden kann. Nun, die Chaos-Strategie, die hat was an sich. Rein technisch ist es richtig, dass wir die Daten wiederfinden, weil die Suchfunktion wirklich intelligent ist. Aber in der Praxis zeigt sich immer wieder, dass wir die Leute, die von diesen Strukturen kommen, ganz klar überfordern, wenn wir in die chaotische Ablage gehen. Genauso bin ich der Meinung, dass die hochstrukturierte Art und Weise mit vielen Unterordnern einfach nicht mehrheitsfähig ist, dass dieser gemeinsame Nenner einfach nicht findbar ist in einem Unternehmen mit mehreren Leuten und man da wahrscheinlich auch nicht glücklich wird auf die Dauer und vielleicht das Problem vom Explorer wieder mitträgt in die neue Welt. Und das wäre ja auch schade und eine verpasste Chance. Die perfekte Lösung für dieses Problem ist der Mix aus beiden Welten. Ich empfehle Ihnen, definieren Sie 4 bis maximum 8 Unterordner pro Channel
und definieren sie die so, dass es klare Abgrenzungen dazwischen gibt. Es soll kein Zweifel bestehen, in welchen Ordner jetzt diese Datei gelegt werden muss. Am Schluss gebe ich noch einen kleinen Hinweis, wie wir das prüfen können. So, wenn Sie das machen, können Sie sowohl die strukturierten Leute abholen, die haben dann etwas, woran sie sich festhalten können, als auch die chaotischen, die können dann relativ simpel und salopp ihre Daten in diese Töpfe legen. Und so sind wahrscheinlich beide Welten am zufriedensten und wir haben die höchste Produktivität. Und wie Sie Ihre Ordnerstruktur prüfen können, das möchte ich Ihnen jetzt kurz sagen. Ich empfehle Ihnen, nehmen Sie einige exemplarische Daten, also konkrete Dokumente, und gehen Sie mit Ihrer Soll-Ordnerstruktur zu Ihren Kolleginnen und Kollegen und fragen Sie, wo Sie dieses Dokument nun in Ihrer Soll-Struktur ablegen würden. Wenn Sie zwei Leute finden, die eine andere Entscheidung treffen würden, dann empfehle ich Ihnen, Ihre Ordnerstruktur nochmals gut zu überdenken, weil genau diese unterschiedliche Wahrnehmung am Schluss das Problem darstellt. Ich bin gespannt, was ihr von diesem Video haltet oder von dieser Strategie haltet. Hinterlasst mir einen Kommentar. Und ich freue mich immer über ein Like. Bis zum nächsten Mal.